Ja, dann können wir anfangen. Ich begrüße Sie euch alle recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spitzenspiel in der DEL2 für Sturm Pinguins gegen die Bietigheim Steelers. Ich begrüße alle anwesenden Medienvertreter, natürlich auch die Delegation aus Bietigheim und zu guter Letzt auch die beiden Trainer. Zu meiner Rechten Ben Doucet, Head Coach der Fischsturm Pinguins, und links der Gästetrainer Kevin Godet. Die Pinguins gewinnen am Ende mit 2:1 nach Verlängerung, und wie immer gebührt unserem Gästetrainer das erste Wort. Godet, ich darf Sie bitten um ein kurzes Statement zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Ja, es war ein Spiel. Ich denke, es hat alles geboten für Zuschauer. Unglaubliche Arbeit von beider Mannschaft, viel Chancen gehabt von beider Mannschaft, zwei sehr top guten Goalies. Man sieht wirklich die Qualität in Kuhn im Tor. Er hat ein paar unglaubliche Saves gemacht. Andy Meckel hat auch sehr solid gespielt. Am Ende, was kann man sagen? Ich denke, beide Mannschaft hat verdient Punkte, und das hat natürlich passiert. Die Bremerhaven hat ein paar ganz offene Tore verpasst. Wir hatten ein bisschen Glück da, aber wir haben auch sehr guten Chancen gehabt, in den letzten Drittel die 2-0 zu machen. Und Kuhn hat unglaublich gehalten da in einiger Zeit. Am Ende ist es ärgerlich zu verlieren mit 26 Sekunden zu spielen. Aber es ist Eishockey. Ja? Du verlierst ein Bulli und einen Schuss, und das, so schnell kann das gehen. Und die Bremerhavener zeigt wirklich, was für Klasse sie haben die ganze Saison. Sie sind jetzt 6 Punkte vorne mit die 6 oder 7 Verstärkungen, die neue, dass sie haben. Ja, man muss sagen, es ist die Mannschaft zu schlagen. Ne? Und es wird nicht einfach, weil sie haben auch natürlich 3 Mann nicht dabei heute. Das sind auch sehr gute Eishockeyspieler. So, meine Mannschaft müsste auch die Hut abnehmen. Wir haben ja auch ein paar Verletzte. Wir haben gekämpft bis zum Ende. Natürlich, wie gesagt, beide Mannschaft hat Punkt verdient. Ist eigentlich schade, wir haben nicht die 2. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Lars Brockbalz, Nordsee-Zeitung. Sie haben das eben schon mal kurz angedeutet. Im Schlussdrittel haben Sie ja bestimmt 3, vielleicht 4 super Konterchancen. Gerade in so einem engen Spiel ärgert Sie das dann besonders, dass Sie das Tor da nicht machen, denn damit ist das Spiel entschieden, oder? Ja, natürlich. Wir hatten wirklich in den letzten Drittel ein paar super Chancen. Und den Kuhn war wirklich, man sieht seine Qualität, unglaublich gehalten. Er ist so sicher. Es ist wie er weiß, wo die Scheibe geht. Und ja, das am Ende, das war viele Sachen. Die Bremerhaven hat auch ein paar offene Tore verpasst. Ne? So, man kann das so viele verschiedene Wege, aber haben sie recht, in die letzte Drittel, wir hatten 2, 3 super Chancen da, und ja, er hat das gerettet. Ja, das sind diese Eishockeyabende, lieber Ben, die wir hier. Ah, Entschuldigung. Radio Bremen, bitte. Das ist Neuigkeiten für mich. Ich habe keine Ahnung, was passiert nach einem Spiel. Das ist, wie gesagt, Neuigkeiten für mich. Ich werde fragen, warum, wann das war wichtig. Keine Ahnung. Was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Gut, weitere Fragen gibt es dann, glaube ich, keine. Ben, dann kommen wir zu dir. Ich habe es gerade schon gesagt, das sind diese Eishockeyabende, wie wir sie in den letzten Jahren häufiger mal hier in Bremerhaven erlebt haben. Für dich noch Gewöhnungssache. Glückwunsch zum Sieg. Und vielleicht sagst du auch mal ganz kurz aus deiner Sicht, wie du insbesondere die letzten 25 Sekunden verlebt hast. Schönen Abend zusammen. Die letzte 25 Sekunden. Ich meine, das war ein Topspiel. Das war 60 Minuten lang. Wenn wir ein Tor machen mit 20 Sekunden, ich meine, wir haben 60 Minuten wirklich hart gearbeitet, und am Ende, ich glaube, wir haben verdient, auch ein Tor zu schaffen. Und wie der Kevin sagt, wir haben so ein paar leeres Tor gemacht. Das war eine Top-Leistung von beider Mannschaft und beider Torwart. So, das war wirklich so ein Playoff-Spiel. Das war wirklich zum Top-Niveau. Bietigheim hat eine hervorragende Mannschaft. Die sind sehr, sehr gut, erfahrene Spieler. Die Scheibe läuft wirklich schnell.
Wir waren in der Lage, mitzuhalten, weil ich glaube, wir haben auch sehr gute Spieler und eine sehr gute Mannschaft. Ich finde das Spiel ganz in Ordnung. Ich meine, 1-0 bis Ende war ein bisschen bitter für mich, weil wir haben so viel gute Chance gehabt und ein paar leere Tore. Und zum Glück haben wir das 1-1 gemacht. Und dann zum Schluss diese 5 Minuten Verlängerung. Ich glaube, Bittingheim hat wirklich die Chance gehabt. 4-3. Die Chance nicht ausgenutzt. Und dann haben wir mit so einem Konto ein Tor gemacht. Und dann mit 2-1. Ich meine, bis jetzt, wir haben zweimal gegen Bittingheim gespielt und muss sagen, das ist eine Top-Mannschaft. Wir müssen immer unser Top-Spiel machen, die zu schlagen. Aber das freut mich immer noch und das wird mich auch freuen, das nächste Mal, wo wir gegen Bittingheim spielen, weil ich meine, da muss jeden Spieler wirklich seine 100% Leistung bringen. Und das hat beide Mannschaft gemacht. Es freut mich auch bei uns junge Spieler, wie der Blank hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Der Thomas Zurafleff hat auch sehr gut gespielt, uns geholfen. Kevin Orendorf hat ein paar gute Chancen. So, ich bin sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft. Und ich glaube, die nächsten 2 Spiele gehen Bittingheim, die werden genauso hart sein. Danke. Gibt es Fragen? Lars. Ben, von dir bitte auch noch einen Satz zu Jerry Kuhn. Ein Gegentor an diesem Wochenende, wo es, glaube ich, satt zu tun gab. Was Kevin Goudet gesagt hat, stimmt wahrscheinlich, dass er im Moment der beste Torwart der Liga ist, oder? Ja, bester Torwart der Liga, das weiß ich nicht. Der ist für uns im Moment wirklich ein super Torwart. Der spielt im Moment unheimlich gut, unheimlich gut. Der hat die letzten 2-3 Spiele wirklich Top-Leistung gebracht. Und wir brauchen das. Wir haben so für uns, das war so, wir haben 3 Spiele gehabt und das war 3 schwere Spiele. Dresden, Riessersee und dann Bittingheim, das war 3 Top-Spiele. Und am Ende, ich meine, ich muss zufrieden sein mit die Punkte, was wir haben gesammelt, das war auch 2 Auswärtsspiele und 1 zu Hause. Und klar, dass Jerry hat sehr gut gespielt, aber jeden weiß, wie gut der ist. Und dass der beste Torwart der Liga ist, bis jetzt für uns, der ist unser Best im Moment. Und beim nächsten Spiel, Jonas wird die Chance kriegen. Und für mich ist Jonas auch ein hervorragender Torwart. Und nächsten Freitag dann der Jonas dann spielen. Aber für Jerry, ich meine, wir wussten das früher, wie gut der ist. Und im Moment, der spielt wirklich ein sehr, sehr gutes Eishockey. Haben Sie noch Fragen? Das ist auch nicht der Fall. Dann bedanken sich die Fischtown Penguins an dieser Stelle nochmal bei 4.422 Zuschauern. Eisarena Bremerhaven war ausverkauft. Hauke, verbessere mich, ich glaube, zum 4. oder 5. Mal bereits schon die Saison. 5. Vierte? Hast du mitgezählt? Die Planungen für einen Ausbau liegen auf jeden Fall schon bei der Schublade. Spaß beiseite. Wir sehen uns am kommenden Freitag wieder, 11.12. Dann geht's hier gegen die Roten Teufel aus Bad Nauheim. Bulli ist 20 Uhr. Bis dahin angenehme Arbeitswoche. Und bis Freitag dann. Tschüss.